Hallihallo, hallo zu Kindern und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Standbild Sims 4 1000. Legacy. Ah, da läuft er. Da läuft er weiter und da läuft sie weiter und da läuft sie wohin? Was macht sie da? Sie ist wieder kokett, was auch sonst. Sie hatte Bock auf ein Techtelmechtel mit jemandem. Okay, mit jemandem. Ist scheißegal wer. Hauptsache ein Techtelmechtel. Also isst dir mal schnell was und dann ran an die Wurst. An die Wurst. Kinderhörspiel? Ja, was denn? Dann isst dir mal was und ran an die Wurst. Da ist bestimmt eine Wurst auf dem Teller. Ach nee, Eier und Schnitzel. Sieht nicht besonders lecker aus. Ja, so wie sich... Ja, hast du selber gemacht, ne? Ist wieder typisch. Gut aussehen kannst du, aber kochen kannst du nicht. Naja, muss ja auch reichen. Boah, die hat, glaube ich, ein bisschen schlechte Laune gerade. Wieso ist sie am Rummeckern und rummotzen? Ja, siehst du doch. Braucht Vergnügen. Sie würde gern etwas Lustiges tun. Ja, sag ich doch. Dann stell den Teller doch mal beiseite und weg ihn. Da kann man was Lustiges machen. Aufstehen! Bella muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ryan weigert sich gerade hart. Ja, geht doch. So, lassen wir die beiden mal machen. Würde mich jetzt interessieren, geht ihr Spaßbalken jetzt eigentlich hoch, wenn, Schau hin, das weißt du es vielleicht. Wenn Iku Iku? Ja, aber hallo. Da geht der Spaßbalken aber mächtig nach oben. Lektion gut. Bella ist gut. Gute Sims sind glücklich, wenn andere um sie herum glücklich sind. Außerdem möchte sie gerne die Welt verbessern. Macht sie doch gerade. Wollte gerade sagen. Höheren Level der Charisma-Fähigkeit erreichen. Was machen wir gerade? Aphrodite. Gnadenlos kitzeln, ja. Klingt gut. Machen wir mal. Heiratsantrag machen? Nein. Oder? Nein, noch nicht. Sie muss jetzt erstmal arbeiten, glaube ich, oder? Vielleicht hätte sie erstmal was anderes machen sollen. Naja, gut, man kann ja nicht alles machen. Haben. Kann man ja notfalls auf der Arbeit. Ja, oder auf dem Weg zur Arbeit. Willi aus dem Fenster und dann, Bei Bella. Hintern aus dem Fenster? Wofür hat man denn Tempomat? Hallo? Man muss die Technik nutzen, wenn sie einem gegeben wird, ja? Also entschuldigen Sie mal. So, dann gehen wir fleißig arbeiten. Bellamore. Oh, sie ist übrigens konzentriert zur Arbeit gegangen. Wow. Total zufrieden. Nichts befriedigender als ein nettes Techtelmechtel, deswegen Anstieg konzentriert. Hä? Lektion familienbewusst. Bella ist familienbewusst. Leco Mio. Oh, ey, hier, kannst du, Ryan, hier ist noch Essen. Die Wölkchen sind übrigens Geschmackswölkchen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass das irgendwie eklig ist oder so. Das stimmt gar nicht. Schmeckt alles wunderbar. Schmeckt alles wie von Bella gegessen. Also schon mal. Wir müssen schon wieder ein bisschen aufräumen, hier schon wieder alles zugemistet.
Muss Zoe nicht mal in die Schule? Aufstehen? Was geht denn jetzt ab? Hier ist in Schule geschwänzt oder was? Das habe ich aber nicht bei. Ich war halt total müde. Ja, hallo? Ist ausgeschlafen, das Kind. Oh, nee, Jibsi. Jo, wer war denn hier malerisch aktiv? Das war doch auch Ryan, oder? Weil kann sie das auch? Ja, sie kann das ja auch. Wobei sie liest gerade ein Buch, weil der Spaß nicht ganz so geil ist. Dann oh, ja. Ist auch schick. So bin ich damals auch immer zur Schule gegangen. Nett dekoriert. Mit Tarnfleck. Ich habe aber Nutella genommen. Das war keine eigenen Farbstoffe. Klapp, klapp, klapp. Hm? Was, du wunderst dich so komisch? Ja, deswegen sind immer so viele Gläser Nutella verschwunden, ne? Mhm. Amelia Gratze muss in einer Stunde bei das Arbeit sein. Dann sei mal in einer Stunde bei das Arbeit. Und Ryan schlurpt einfach mal durchs Haus mit hängengelassenen Schultern. Ja, der räumt halt gerade voll motiviert und wird vor allem total fit ein paar Sachen weg. Und ich würde sagen, dann sollten wir ihn auf jeden Fall mal schlafen schicken. Ich glaube, der hat es verdient. Mach du mal Fluffy Fluffy. Und sie macht jetzt gleich mal zur Arbeit gehen, Arbeit gehen? So, sie muss zur Arbeit, er geht pennen. Was wollten wir denn als nächstes gemacht haben? Wir wollten bauen, aber wir brauchen Geld fürs Bauen. Also müssen wir irgendwie malen. Ja, das Geld verdienen. Ja, wir könnten ihn ja arbeitslos einfach mal melden. Dann hätte er den ganzen Tag Zeit, einfach auch mal die Dinger zu malen. Dann tu das, wenn du das möchtest. Ja, Zoe muss heute in zwei verschiedene Tests schreiben und einer der beiden wird sehr schwer werden. Es bleibt nicht viel Zeit zum Lernen, soll sie für den schweren Test. Ja, was nehmen wir, beide oder den schweren? Ich bin immer dafür, dass man für beides lernt. Die Lernzeit für den schweren Test war absolut nötig und das Durcharbeiten des Lernstarts für den zweiten war ebenfalls notwendig. So hält eine 2 plus und eine 1. Prima! Und das ist eine kleine Leistungsverbesserung. Entschuldigung. Kommt drauf an, was sie vorher schon für Noten hatte. Wahrscheinlich. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Und langsam sollten wir wieder ein bisschen umbauen. Wir haben immer noch die ungenutzten Flächen hier in den Ecken. Die sollten ja nachher eventuell dann als nächsten Gang ausgebaut werden. So hatte ich mir das ja gedacht. So schwupp, schwupp, so grob. Das kommt aber später erst. Erstmal muss hier die ganze Kacke verschwinden, damit wir hier Platz kriegen für das Treppenhaus. Das ist ja in der Grundform schon da. Wir brauchen halt nur Geld für Treppen. Oder wir nehmen Popeltreppen. Wir können ja nachher immer noch teure Treppen kaufen. Mir ist es egal. Popeltreppen. So, sie ist auf jeden Fall von der Arbeit wieder zurück. Sekunde mal eben. Ja, hatte einen Frosch im Hals. Den musste ich gerade mal ganz kurz eben hoch und wieder runter, ne? Also, damit der weggeht. Ja, kommst du selber auf die Idee mit Duschen oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Und dann würde ich sagen, wird jetzt mal umgebaut. Wobei, mit 3000 kommen wir nicht weit. Lass uns mal, sobald er ausgeschlafen ist, nochmal ein bisschen Farbe auf die Wand klatzen. Und vielleicht möchte Bella auch noch ein bisschen malen. Sie ist angespannt. Juckt mich nicht, malen Bild. Oh. Will sie nicht. Ja, dann guck einen romantischen Film. Das ist doch genau das Richtige für dich. Guckst du Kanal, guckst du Romanze. Kanal Romanze, wer kennt sie nicht? Ich kenne nur Kanal Ratte oder Don Kanaille. Ja, hör auf mit Schlafen, geh mal ans Telefon. Oliver Spencer Kim Lewis. Was denn das für ein Name? Olivia Spencer Kim Lewis möchte vorbeikommen. Nee, allein schon wegen dem Namen nicht. Also Entschuldigung, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Da möchte ich mich von distanzieren. Das ist, kann ja wohl mal nicht sein. Wir möchten gerne ein poppiges Gemälde, nein, wir möchten ein kokettes Gemälde malen. Zoe, was hast du denn da für einen Spaß in der Wanne? Du bist noch viel zu jung dafür. Und diese Jugend von heutzutage. Da fängt man schon mit 10 an, ne? Sure, und dann machen wir mal das Hosenbündchen auf und den Finger in die Büchse und ein, zwei, ein, zwei.
Beispiel. Was denn? Ich hab doch gar nichts Schlimmes gesagt. Ich bin ein totales Liebesmuffin. Was das? Was denn? Siehst du? Sie spielt Mütze Glatze, hat sie gerade gesagt. Bestimmt so ein Transvestit, die Zoe. Das müsstest du doch besser wissen. Was? Moment mal, wieso? Hä? Was, so guckst du? Ist ja immerhin auch deine Tochter. Ja, was hast du jetzt gerade so verwirrt geguckt? Einfach so. Okay. Okay, okay. So, Mädel, wie sieht's aus? Fertig mit Planschen, hervorragend. Dann stelle ich mir hier normal auch mal ein Bild. Mal ein verspieltes Gemälde. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Was ist mit ihr? Sie guckt gerade Fernsehen und hat gestresst wegen Arbeit. Aber du guckst doch gerade eine Romanze. Oh, oh. Ich fress deine Kinder. Uiuiui. Ui, ui. Das ist hart, ja. Aber hallo, ist das hart. So, erst. Hart und nicht herzlich. Ja, schon fertig mit seinem Gemälde. Es ist ein gutes Gemälde geworden. Wir malen es. Vermalen es mal eben schnell. Verkaufen es natürlich. Paling, wieder 200, also 150 mehr. Jetzt malen wir mal ein selbstsicheres Gemälde. Nee, halt, machen wir nicht. Stopp, abbrechen. Kokolores. Stell dich mal hier hin. Aber ist ein bisschen Geldverlust, aber macht nichts, denn wir wollen doch jetzt mal ganz schnell hier eben sie porträtieren. Ja, komm, beweg dich. Boah, heute noch, Kind. Wie sehen Sie da im heißgeliebten Computer? Mittleres, oder? Oder großes? Jo. So, Mäuschen, dann guck mal ein bisschen nicht ganz so doof aus der Wäsche. Hörst du schlecht? Du sollst mal ein bisschen nicht ganz so doof aus der Wäsche gucken. Kann man die Position nicht noch wechseln? Nee, ne? Man muss von dieser... Ja, komm, nehmen wir den Balken mal mit. Ist zwar nicht so sexy. Wie war das? C oder was war das? C. Drück mal den dicken C. Da hast du 10 Cent für die Parkuhr. Wenn ihr einer schlechte Witze macht, ja, dann bin ich das und nicht du. So, jetzt malt er sie. Okay, nur zu. Warte mal, es wäre doch auch mal ein interessantes Bild, wenn er sie malt, während sie am Malen ist. Und sie ihn malt, natürlich, während er sie am Malen... Und sie ihn malt... Die Gehirn. Tu doch nicht sowas. Ah, wäre schneller fertig. Ich meine, er ist ja schon ein bisschen geübt. Papaya, 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 papaya. Er ist definitiv schneller, er holt sie ein. Gib Gummi, Willi! Entschuldigung. Ist mir gerade so rausgeflutscht. Willst du jetzt mal fertig mit Spaß haben? Dann brich mal Fernsehgucken ab und setz mal wieder die Küche in Brand. Verdorbenes Essen aussortieren und danach direkt eben mal schnell hier Abendessen servieren, und zwar Macaroni und Käse. Er ist tatsächlich schon fertig. Alter, was bist denn du für ein perverser Ranzlappen? Wie schnell bist du denn? So, dann hängen wir die Zoe mal hier drunter. Willst du die Zoe etwa aufhängen? Ja, ein bisschen baumeln lassen. Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das macht man doch so heutzutage. Müssen die Lampen mal ein bisschen höher hängen hier. So, dann machen wir das mal nach hier. Dann machen wir das mal hier hin. So. Haben wir bei ihr einen Schritt über... War das der Teenager-Alter oder haben wir es irgendwie übergangen? Das war Teenager. Dann haben wir sie ja immer noch nicht als Erwachsene. Ja doch, ja. Jetzt schon. Outfit mag gleich geblieben sein. Aber wir haben kein Bild von ihr als Erwachsene, stimmt. Ja, das meine ich ja eben, genau. Hörst du mir denn nicht zu? Bist du denn verwirrt? Bin ich verwirrt? Ja, ich bin verwirrt. Ich bin gleich die, um nachdenken. Hi. Und übrigens sollten wir auch mal Bella festhalten, ne? Fällt mir mal so gerade ein. Oh ja. Bella, gleich hier, wenn du fertig bist, mal ganz kurz eben, bevor du das überhaupt anfängst, mal ganz kurz eben hier vorstellig werden. Dankeschön. Hup. Schwing einen hübschen Popo. Vielleicht kann man ja auch Bella und Ryan zusammen malen. Ja.
Dann werden ja immer mehr Bilder dann. Boah, das wird echt schwierig mit dem Stammbaum, weißt du das? Über so viele Generationen, das werden einfach unendlich viele Bilder. Das wird Unmengen, ja. Das wird richtig viel. Ich meine, guck dir mal an, was wir jetzt schon haben hier. Ne, der eine Gang, der wird ja gar nicht angezeigt. Da sind ja auch nochmal zwei weitere Bilder von Ralph. Der komplette Flur ist ja im Prinzip schon voll. Also ich weiß nicht, wir könnten vielleicht ein Bild machen von den beiden zusammen. Aber dafür muss das erstmal ein anderer können. Und das wäre dann so eine Sache, die ich dann irgendwo ins Bett hängen würde oder so. Mhm. Ja, ins eigene Schlafzimmer. Also ins Elternschlafzimmer gewissermaßen. Na gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.